Hallo, hier ist wieder der Michael, die junge Wes. Werde jetzt mal meine Willi hier zum Tanken fahren. Bevor die Ölmultis wieder Feierabend, Feiertagszuschlag aufschlagen. Mein Auto habe ich gerade eben getankt, allerdings Diesel, für 1,469 Liter. Bin ich mal gespannt, was der Super hier kostet. Da habe ich nämlich eben nicht drauf geachtet. Tjo, hier muss man mal ein bisschen aufpassen mit dem Dreck auf der Straße. Und vor allen Dingen, bis hierhin sind meine Reifen noch nicht warm. Dann muss man da immer ein bisschen verhalten fahren. Vor allen Dingen waren wir gerade mal, was haben wir hier? 14,7 Grad nur. Um 12.20 Uhr. Jo, da will ich jetzt erst noch ein kleines Ründchen fahren. Dann danke nicht. Wetter ist so schön. Fahr ich nämlich jetzt mal hier rum. So, was haben wir denn heute? Donnerstag vor Pfingsten. Herrlich! So, Reifen packen. Ich hab mir wieder richtig Spaß, ey. Ich weiß ja, wieso zeige ich mein Navi hier? Ich wäre zu schnell. Hier ist ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wäre mir neu. Oder haben sie die jetzt hier begrenzt, die Geschwindigkeit? Oh, da fährt ein Trabi. Und dem Geruch nach ist da doch noch ein Zweitakter. Oder? Riecht zumindest so. Aber qualmt nicht so. Eine Plaste. Doch, hört sich nach zwei Takten auch an. Fahre ich hier rechts rum. Mal wieder am dicken Tunnel vorbei.
Oh, die Luft ist dann doch was frischer, weil ich stehe vor mir weg habe. Den Zweitakter. Ist das herrlich wieder! So, dann werde ich jetzt mal. Jo, in dem Verteilerkreis fahre ich jetzt mal links, so Richtung Rheinbach. Und dann mache ich da irgendwo rechts abbiegen wieder. Und hier rechts rum, das kenne ich schon. Irgendwo da vorne fahre ich gleich mal rechts ab. Da bin ich nämlich noch nie gefahren. Oh! Moment. Da kann man was vom Radioteleskop sehen. Da vorne. Die Schüssel, wie ich das so sehe, liegt waagerecht. Ei. Ich kam ein bisschen weit hier rüber mit seinem Auto. So, fast so aus, als wenn er sich mit dem Motorrad dahinter am Jahren gewesen wäre. Moment, was ist das denn? Anlier bis Binzenbach frei. Ist das dann? Wieso ist denn da gesperrt? Bis Baustelle frei. Probiere da einfach mal. Doch, hier bin ich schon mal gefahren, aber boah, das ist schon mal länger her. Wie war vor
im Unwetter, Flutkatastrophe 2021. Kirsch, ah, die Straße haben sie neu gemacht hier. Genau. Ach, jetzt kann ich mir vorstellen, warum die Sperrung ist. Wahrscheinlich ist das Saarbachtal noch nicht ganz befahrbar. Die ist nämlich jetzt Saarbachtal. Das war ja auch so schwer getroffen von der Flutkatastrophe. Also, ja, ist neu gemacht hier, der Zaun. Da kann man noch die Flutschäden sehen. Oh Gott. Jetzt wird ganz verschwunden. Ja, ist ganz neu gemacht hier die Straße. Aber hier stand jetzt nirgendwo mehr ein Sperrschild. Irgendwo muss eine Baustelle sein. Jetzt wären wir ja nicht die schweren LKWs, die hier nicht kommen. Hier steht was von Umleitung. Nach Kreuzberg ist hier gesperrt. Da will ich schon wohl gar nicht hin. Ja, da kann man teilweise noch sehen, wie hoch das Wasser hier stand. Oh Gott, oh Gott. Das ist doch mit Kern und das Haus. Leck mir in den Tisch. Aha, links rum ist hier gesperrt. Okay, dann werde ich mich drehen, dann fahre ich wieder zurück. So, das ist der Bike-Audio, aber jetzt wirklich wieder tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal, bye bye.